Seit einigen Tagen kursiert wieder einmal eine verrückte, aber doch auch irgendwie plausible Star Wars Theorie im Netz. Diese Theorie stammt wieder einmal vom kanadischen YouTuber Star Wars Fury und erklärt, warum bereits in Episode 8 Reys wahre Identität preisgegeben wurde. Weil ich diese Theorie wirklich unglaublich interessant finde, werde ich sie euch heute vorstellen und sie jedoch in einer abgeänderten Version von mir erzählen, weil ich alleine durch die Idee an sich meine eigene Theorie entwickelt habe. Wenn ihr keine weiteren Videos zu und über Star Wars Episode 9 mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke. Daisy Ridley, die Schauspielerin von Rey, sagte immer wieder, dass in Star Wars Episode 7 sowie 8 bereits einige Hinweise zu den Eltern von Rey versteckt sind, die der Wahrheit entsprechen. Vor allem dreht sich die Theorie, die ich euch heute vorstellen werde, um die Szene in Episode 8, in welcher Rey sich selbst etliche Male im Spiegel sieht. I should have felt trapped or panicked, but I didn't. This didn't go on forever. I knew it was leading somewhere. That at the end it would show me what I came to see. Zu Beginn müssen wir uns allerdings viele Jahre zurückbegeben. Am 16. September 2008 ist bekanntlicherweise Star Wars The Force Unleashed erschienen. In diesem Videospiel drehte es sich um die Geschichte von Galen Merrick, der für Darth Vader die überlebenden Jedi aufspüren und zur Strecke bringen sollte. Merrick wurde im Verlauf der Geschichte immer wie mehr klar, dass er von Vader und dem Imperator getäuscht wird, bis Wigner schlussendlich sogar gegen die beiden antrat und starb. Zwei Jahre später, am 26. Oktober 2010, ist der Nachfolger Star Wars The Force Unleashed 2 erschienen. Auch wenn der Vorgänger um einiges besser war, öffnete der Nachfolger eine komplett neue Sichtweise auf das Star Wars Universum. Denn in Star Wars The Force Unleashed 2 erfahren wir, dass Galen Merrick geklont wurde, und das über 1000 Mal. Fast alle Klone waren jedoch Fehlobjekte und der Klon, der in den Augen von Vader würdig war, floh schlussendlich. Dieser Klon von Galen Merrick erforschte immer wie mehr seine Gefühle und traf schlussendlich auf Dagobah Meister Yoda, wo er die Höhle des Schreckens betrat. Die Höhle des Schreckens ist ein Ort, der von der dunklen Seite geprägt ist und wo sich die größte Angst der jeweiligen Person befindet. Luke Skywalker beispielsweise sah in Episode 5, als er diese Höhle betrat, sich selbst als Darth Vader. Doch nicht Vader an sich fürchtete er, sondern vielmehr, dass er zu seinem Vater wird. Dies wäre auch gar nicht so unwahrscheinlich gewesen. Auf jeden Fall hat der Klon von Galen Merrick in dieser Höhle einige Klone von sich selbst gesehen, die um Hilfe schrien. Dort war für ihn dann auch klar, dass er ein Klon ist. Thank you.
Doch was genau hat das jetzt mit Rey zu tun? In Episode 8 betrat Rey ebenfalls eine Höhle auf dem Planeten Ajto. Diese Höhle ist, wie Luke selber sagte, von der dunklen Seite geprägt. Rey suchte in dieser Höhle nach ihren Eltern, doch das einzige, was sie sah, war sich selbst im Spiegel und zwei Schatten, die zu einer Person verschmolzen, und zwar zu ihr selbst. Kylo Ren sagte Rey selbst auch, dass ihre Mutter und ihr Vater ein jemand waren. Doch was, wenn Kylo Ren dies wortwörtlich meinte und Rey ein Klon ist? An sich klingt diese Vorstellung sehr verrückt, aber sie hat, wie ich finde, auch einige plausible Aspekte. Gerade wenn Palpatine wirklich in irgendeiner Form zurückkehren sollte, gehe ich stark davon aus, dass Rey irgendeine spezielle Verbindung zu ihm hat. Denn im originalen Konzept von George Lucas für Episode 7 sollte Palpatine bekanntlicherweise zurückkehren und Rey sollte eigentlich Kira heißen und eben gerade eine mysteriöse Verbindung zu Palpatine haben. Aber was meint ihr dazu? Könnte Rey wirklich ein Klon sein? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt noch erfahren wollt, was Count Dooku mit Boba Fett nach Jango Fetts Tod machte, dann könnt ihr hier links klicken. Oder wenn ihr erfahren wollt, wie Count Dooku die Order 66 sah, dann könnt ihr natürlich auch hier rechts klicken. Und in diesem Sinne sehen wir uns wie immer im nächsten Video.